Kann der legendäre Elderstab eigentlich wieder erschaffen werden? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um den Elderstab, den mächtigsten Zauberstab im Harry Potter Universum. Insbesondere werden wir uns mit der Frage befassen, ob der Elderstab jemals repliziert werden kann. Das heißt, wenn ein Zauberstabmacher die richtigen Materialien bekäme, könnte er dann einen weiteren Elderstab erschaffen? Lasst uns direkt in das Thema eintauchen. Wie bereits erwähnt, ist der sagenumwobene Elderstab unbestreitbar der mächtigste Zauberstab im Harry Potter Universum. Der Zauberstab war das erste der drei Heiligtümer des Todes und wurde angeblich vom Tod selbst hergestellt. Der Legende nach ist kein anderer Zauberstab ihm ebenbürtig. Mit dem Elderstab waren Hexen und Zauberer in der Lage, mühelos äußerst mächtige Zauber zu wirken, von denen andere nur träumen konnten. Der Besitz des Zauberstabs bedeutete auch, dass man Magie erzeugen konnte, die sonst nicht möglich war, wie zum Beispiel das Reparieren anderer Zauberstäbe, etwas, das normalerweise nicht durch Magie erreicht werden konnte. Die Ursprünge des Zauberstabs lassen sich auf die Geschichte der drei Brüder, Antioch, Cadmus und Ignotus Peverell, zurückverfolgen. Die Handlung dreht sich um die drei Zaubererbrüder und ihre Fähigkeit, den Tod für eine kurze Zeitspanne zu überlisten. Nachdem sie den Tod besiegt hatten, überreichte eine Personifikation des Todes unter dem Vorwand, ihnen zu gratulieren, jedem der drei Brüder ein Geschenk ihrer Wahl. Darunter befand sich auch das Highlight des heutigen Videos, der Elderstab. Der älteste Bruder, ein kämpferischer Mann, bat um einen Zauberstab, der mächtiger war als alle anderen. Der Tod erfüllte seinen Wunsch und formte den Elderstab aus dem Ast eines nahestehenden Elderbaumes, der am Ufer des Flusses stand. Die drei Brüder nahmen ihre Preise und gingen bald daraufhin getrennte Wege. Und die Begegnung der Brüder mit dem Tod war die Geburtsstunde der Heiligtümer des Todes. Dies war jedoch nicht das letzte Mal, dass der Tod und die drei Brüder aufeinander trafen. Jeder Bruder begegnete dem Tod unter seinen eigenen Umständen ein weiteres Mal. Der älteste Bruder, Antioch, reiste in ein Dorf, in dem ein Zauberer lebte, mit dem er sich vor einiger Zeit zerstritten hatte. Er suchte einen Zweikampf und bekämpfte den Zauberer mit seinem Zauberstab, wobei er ihn auf der Stelle tötete. Nachdem er seinen Feind tot am Boden liegen gelassen hatte, ging der älteste Bruder zu einem Gasthaus in der Nähe des Ortes des Duells und verbrachte dort die Nacht. Von seinem Gewissen und seiner Lust an der Macht des Elderstabs gepackt, prahlte der älteste Bruder mit diesem vom Tod geschenkten Zauberstab und seiner eigenen Unbesiegbarkeit. Noch in derselben Nacht verwandelte sich der Tod in einen mörderischen Zauberer. Der unbekannte mörderische Zauberer schlich sich in das Gasthaus, als der älteste Bruder schlief, betrunken vom Wein. Der Zauberer schlitzte dem ältesten Bruder die Kehle auf und stahl den Zauberstab. Und so begann der blutige Weg des Elderstabs. Nach Antiochs Tod wurde der Zauberstab von Zauberer zu Zauberer weitergereicht, meist auf gewaltsame Weise, was dazu führte, dass der Zauberstab viele verschiedene Namen erhielt. Der Todesstab und der Schicksalsstab, ein Omen des Todes, das auf eine von Xenophilius Lovegood erwähnte blutige Spur anspielt. Die blutige Spur des Elderstabs zieht sich durch die Geschichte der Zauberer. Und diese blutige Spur zog sich durch viele Jahrhunderte, bis Harry Potter in den Besitz des Elderstabs kam. Was dann geschah, unterscheidet sich vom Buch zum Film. Im Buch legt Harry, nachdem er seinen eigenen Zauberstab repariert hat, den Elderstab zur Ruhe bei Dumbledore, also in sein Grab. Im Film jedoch wird eine ganz andere Vorgehensweise gewählt, eine viel drastischere. Harry zerbricht den Zauberstab schließlich in zwei Hälften. Die folgende Konversation beschreibt die Situation. Er gehört mir. Was wollen wir mit ihm machen? Wir? Ich meine ja nur, das ist der Elderstab, der mächtigste Zauberstab der Welt. Mit ihm wären wir unbesiegbar, sagte Ron. Harry hält inne und überlegt kurz. Dann zerbricht er den Elderstab in zwei Hälften und wirft die Teile in den Abgrund. Ron und Hermine lächeln Harry stolz an. Als Harry den Zauberstab in zwei Hälften zerbrach, musste ich mich allerdings fragen, ist es möglich, einen anderen oder einen neuen Elderstab zu erschaffen? Schließlich war der Elderstab nur, naja, ein Zauberstab. Und theoretisch sollte ein ausreichend geübter Zauberstabmacher in der Lage sein, ihn nachzubilden. Vorausgesetzt, er hat die richtigen Materialien, oder? Lasst uns diese Frage mal genauer untersuchen.
Zu unserem Glück ist die Herstellung von Zauberstäben in der Welt der Zauberer außerordentlich gut dokumentiert. Wir kennen die Zauberstabmacher, die Materialien für Zauberstäbe, die Längen der Zauberstäbe und ihre Flexibilität. Sehen wir uns also erst einmal an, woraus der Elderstab tatsächlich besteht. Der Elderstab war ein 15 Zoll langer Stab aus Holunderholz, der einen Testralschwanzkern enthielt. Er soll auch ziemlich starr gewesen sein und mit Schnitzereien entlang seiner Länge verziert gewesen sein, die an Holunderbeeren erinnerten. Aber was bedeuten all diese Dinge? Holunderholz, das seltenste Holz von allen. Es stammt von der Gattung Sambucus, einer Gattung von zwischen 5 und 30 Arten von Sträuchern oder kleineren Bäumen aus der Familie der Moschusgewächse. Ollivander hat einiges zu diesem Thema zu sagen. Der seltenste Zauberstab aller Zeiten und das seltenste Zauberholz und der Holundur, dem man nachsagt, er bringe großes Unglück, ist schwieriger als die meisten anderen. Er birgt mächtige Magie in sich, bleibt aber nur ungern bei einem Besitzer, der nicht die nötige Überlegenheit besitzt. Es bedarf schon eines bemerkenswerten Zauberers, um den Elderstab für längere Zeit zu behalten. Der alte Aberglaube, dass der Elderstab niemals gedeiht, beruht auf dieser Angst vor dem Zauberstab. In Wirklichkeit ist der Aberglaube unbegründet und die törichten Zauberstabmacher, die sich weigern, mit Holunderholz zu arbeiten, tun dies eher, weil sie bezweifeln, dass sie ihre Produkte verkaufen können, als aus Angst vor diesem Holz. Kommen wir nun zu einer weiteren Komponente. Testralhaar stammt von der sagenumwobenen magischen Bestie, dem Testral. Falls ihr es noch nicht wusstet, Testrale sind eine geflügelte Pferderasse mit einem skelettartigen Körper, einem Gesicht mit reptilienartigen Zügen und breiten, fledermausartigen Flügeln. Man könnte argumentieren, dass der Testralschwanzkern der mächtigste aller Zauberstabkerne ist, da der Elderstab selbst der einzige bekannte Zauberstab ist, der ihn verwendet. Allerdings ist er möglicherweise auch der instabilste und am schwierigsten zu handhabende aller Kerne. Nur eine Hexe oder ein Zauberer, der in der Lage ist, den Tod zu akzeptieren, könnte diesen Kern meistern. Der Elderstab misst 15 Zoll, was ihn an die Spitze des üblichen Bereichs von 9 bis 15 Zoll für Zauberstablängen bringt. Ollivander erklärte einmal, dass überdurchschnittlich lange Zauberstäbe eher von Personen mit körperlichen Besonderheiten oder einer größeren Persönlichkeit verwendet werden. Der Elderstab war anscheinend sehr starr, was im Zusammenhang mit Ollivanders Aufzeichnungen zu diesem Thema Sinn ergibt. Die Flexibilität oder Starrheit des Zauberstabs bezeichnet den Grad der Anpassungsfähigkeit und Bereitschaft zur Veränderung der Zauberstabbesitzer. Wie du siehst, kommt es bei der Erschaffung eines bestimmten Zauberstabs wirklich nur auf 4 Variablen an: Holz, Kern, Länge und Flexibilität, wobei Holz und Kern die wichtigsten beiden Komponenten sind. Unter der Annahme, dass all diese Faktoren beim Bau eines Zauberstabs gleich sind, muss es also für den richtigen Zauberstabmacher völlig plausibel sein, einen Elderstab zu reproduzieren. Wichtig ist auch, dass der Zauberstabmacher selbst den Tod miterlebt haben muss, um einen solchen Stab herzustellen. Ich sage das, weil man in der Lage sein muss, Testrale zu sehen, um ihr Haar nutzen zu können. Und da man den Tod am eigenen Leib erfahren haben muss, um ein Testral zu sehen, muss jeder, der einen Zauberstab mit dem Haar eines Testrals schmieden will, den Tod erlebt haben. Es passt also alles zusammen. Wir können einen Elderstab herstellen. Allerdings wäre es nicht der Elderstab, zumindest nicht der aus der Legende. Und Legende ist hier ein ganz wichtiger Punkt, denn der Elderstab ist genau das, eine Legende. Viele halten die Entstehungsgeschichte des Elderstabs für genau das, eine Geschichte, eine erfundene Erzählung von Beedle dem Barden. Niemand kennt die Wahrheit hinter Beedles Erzählungen und es gibt zwei große Fragen. Wurden die Geschichten komplett erfunden oder hat sich Beedle von etwas inspirieren lassen, das er tatsächlich gesehen hat? Leider gibt es kaum Beweise, die eines der beiden Argumente stützen. Da die Heiligtümer des Todes jedoch tatsächlich existieren, würde ich darauf wetten, dass es das Letztere war. Wir wissen, dass die drei Heiligtümer wirklich existierten und das kann bestätigt werden. Aber war die Personifizierung des Todes nur Beedle, der der Geschichte seinen eigenen Stempel aufdrückte? Wie können wir sicher sein, dass der Tod nicht nur ein mächtiger dunkler Zauberer war? Könnte es sein, dass die drei Brüder begabte Zauberer waren, die einfach nur die Heiligtümer selbst erschaffen haben? Im Moment gibt es keine Beweise dafür, dass der personifizierte Tod tatsächlich real ist. Seine Existenz wird nur in einem Werk erwähnt, und das ist ein fiktives Werk. Die Behauptung, der Tod existiere nur aufgrund dieses einen Kinderbuchs, ist weit hergeholt, zumal die Existenz der Heiligtümer des Todes das einzige wirkliche Argument ist, das für seine Existenz sprechen könnte.
Und es könnte viele Möglichkeiten geben, wie die Heiligtümer selbst entstanden sind. Dumbledore jedenfalls scheint nicht viel Vertrauen in die Existenz des personifizierten Todes zu haben. Es ist also wahr, fragte Harry. Alles davon, die Peverell-Brüder, waren die drei Brüder aus dem Märchen, sagte Dumbledore und nickte. Oh ja, ich glaube schon. Ob sie dem Tod auf einer einsamen Straße begegneten? Ich halte es für wahrscheinlicher, dass die Peverell-Brüder einfach begabte, gefährliche Zauberer waren, denen es gelang, diese mächtigen Gegenstände zu erschaffen. Und in diesem Punkt stimme ich Dumbledore zu. In Wahrheit gibt es viele mächtige Artefakte im Harry Potter-Universum, und obwohl die Heiligtümer mächtig sind, scheinen sie nicht völlig außerhalb des Bereichs des Möglichen zu liegen. Wenn die Peverell-Brüder tatsächlich nur Zauberer waren, die für die Erschaffung des Zauberstabs verantwortlich sind, dann würde das natürlich bedeuten, dass er wieder erschaffen werden kann. Aber wenn der Tod ihn erschaffen hat, dann kann er wohl auch nur von ihm selber wieder erschaffen werden. Was meint ihr dazu? Kann ein Zauberstabmacher den Elderstab mit den richtigen Materialien wiederherstellen? Oder war der Elderstab ein einmaliges magisches Artefakt, das vom Tod selbst geschmiedet wurde? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.